We will make Schlager great again. Herzlich willkommen, liebe Schlagerfreunde, und herzlich willkommen zur Karnevalsausgabe von Make Great Again. Hallo, Herr Vogel. Hi. Guten Abend, Herr Geiser. Und ich möchte gern einstimmen mit dem Song Da sind wir dabei. Das ist prima. Viva Colonia. Endlich haben Sie ans Singen gebracht. Ja, ja. Schön wieder hier zu sein, schön mit Ihnen den Karneval zu verbringen. Und ja, schön, dass wieder die tausenden Zuhörer an den Weltempfängern uns bei unserem lauschigen Schlagertalk zuhören. Genau. Finde ich toll. Jetzt ist, glaube ich, auch, wir sind jetzt durch, oder? Sollen wir enden? Wir sind jetzt durch. Es gibt ja gar nichts Neues. Was gibt's denn Neues? Es gibt doch gar nichts Neues, Herr Kaiser, oder? Was gibt's Neues aus der Schlagerwelt? Die Schlagerwelt ist eine sehr schnelllebige Welt, eine Welt voller Emotionen auch teilweise. Ja. Kernkompetenz des deutschen Schlagers, natürlich. Kernkompetenz des deutschen Schlagers ist die Emotion, kann man so sagen, oder? Genau so ist es. Kernkompetenz ist die Emotion. Ich glaube, Kernkompetenz des deutschen Schlagers, was die Meldung angeht, ist Helene Fischer schwanger, oder? Kann das sein? Helene Fischer ist schwanger, das kann ich hiermit verkünden. Ja, tatsächlich, also wir müssen uns unsere Zuhörer mal nachhelfen. Wir haben ja einen Artikel seit mehreren Jahren schon, Helene Fischer, zur Helene Fischer Schwangerschaft, die es nicht gibt. Und immer mal wieder, wenn in den Medien etwas über Helene Fischer und eine vermeintliche Schwangerschaft aufkommt, wird dieser Artikel auch wieder sehr, sehr häufig abgerufen. Jetzt vor einigen Tagen wurde er auch wieder zu 1000-fach, 10.000-fach geklickt. Ja. Wir wissen aber diesmal nicht, warum. Nee, wir haben wirklich keine Ahnung. Sonst ist es so, dass irgendwie irgendwelche großen Boulevardmagazine, Bild, Zeitung oder die Bäckerblume irgendwelche Gerüchte wieder verstreuen. Diesmal haben wir nichts gefunden, wo der Anhaltspunkt ist. Vielleicht wissen die Schlagerfans einfach mehr. Und das ist so an den Medien vorbeigegangen. Und das wabert da schon so. Und deshalb wird nach mehr Informationen gesucht, die sie, das muss man fairerweise sagen, der Artikel ist von Ihnen geschrieben, alle Ehrfurcht, mehr Informationen gibt es in dem Artikel nun auch nicht. Aber vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass wir seit 4 oder 5 Sendungen immer sagen, dass wir eine große Bombe platzen lassen und dass wir es bisher nicht geschafft haben, diese Bombe platzen zu lassen. Und vielleicht sind die Zuschauer diesmal so ein bisschen, aufgekratzt und suchen jetzt selber mal und überlegen, was das sein könnte. Wir verraten aber heute, dass es nicht die Schwangerschaft von Helene Fischer ist. Nein. Sondern von? Nein. Darf ich nicht sagen. Ah. Noch nicht. Ich bin vertraglich dazu verpflichtet, das frühestens in der 25. Minute des Podcasts zu sagen. Gut. Wer ist denn die, wir kommen jetzt zu unserem ersten ernsten Thema, wer ist denn die wohl bekannteste Freundin eines großen, Anführungsstrichen, Schlagerstars, Entrepreneurs? Die Freundin eines berühmten Schlagerstars. Eines berühmten Entrepreneurs, eines Geschäftsmanns, eines Lebemanns, eines Playboys. Hannelore. Bitte? Hannelore. Hannelore. Von Heino. Ja, nee, jünger. Nee, viel jünger. Ja, könnte Hannelore sein, wenn sie 55, 65, 85, 150 Jahre jünger wäre? Ach, das ist ja doof. Eva Braun. Na. Jetzt, Herr Vogel. Ja, ich weiß es wirklich nicht. Egal. Ach, du grüne Neune. Sie meinen den Pocher, den Wendler. Also die Laura. Laura Müller. Laura Müller. Und da möchte ich dazu sagen, bevor es ergibt, die Brüste sind echt. Die sind nicht gemacht. Nee, das sagt sie immer mal wieder. Ja, aber jetzt. Ich auch. Jetzt geht es so ein bisschen darum. Laura Müller macht bei Let's Dance mit Let's Dance die Erfolgstanzshow beim RTL. Und da sind so ein paar, immer so ein paar Profitänzer, die tanzen dann mit irgendwelchen A-Promis, B-Promis oder auch C-Promis. Also meistens keine A, aber so ab B vielleicht. Ja. Jetzt haben so ein paar Promis, also zum Beispiel hat der Massimo Sinato, ist wohl ein Tänzer dort gesagt. Oh. Ich kenne nur den Michael Wendler, der hat da damals mit Isabel Evertsson getanzt. War anscheinend auch bei Let's Dance. Aber sonst habe ich keinen Draht zu denen. Das geht ja noch.
Dann wird es aber, sagt eine gewisse, wie heißt die denn jetzt hier, Ex-Bachelor-Teilnehmerin Jessica Pratzka. Jessica Pratzka. Sagt, genauso aussprechen, Pratzka. Ja, sagt, sie ist jetzt die ganze Zeit die Wendler-Freundin. Ich glaube, dass sie das selbst auch als Sprungbrett sieht. Und eine andere Dame, Gitta Sack, sagt, jetzt macht sie auch mit bei Let's Dance, wovon ich auch so langsam schon träume. Leute, oder ein letzter Kommentar von Alena Gerber, kenne ich auch nicht. Eine Laura Müller wird berühmt und darf sogar am wohlwertigsten deutschen Format mittanzen. Ich weiß nicht, ob wir uns alle auf eine rosige Zukunft freuen können, wenn ja. dieser Irrsinn noch länger zu unseren Standards geworden ist. So, da wollte ich Sie mal fragen, ob jetzt da Neid rausspricht oder nicht, das weiß ich nicht. Aber wenn anscheinend jeder von den mir auch unbekannten Leuten dort sagt, dass es ja, quasi der Untergang des Abendlandes ist, wenn eine Laura Müller, die eigentlich nur die Freundin von einem Michael Wendler ist, den man ja auch kaum kennt, dort bei Let's Dance mitmacht. Das kann ja wohl nicht sein, so eine unbekannte Person, was auch immer. Heißt es dann nicht eigentlich, dass, ja, wie soll ich es sagen, dass sie da vollkommen zurecht mitmacht? Denn so, so unpolarisieren und unbekannten, was auch immer, kann sie ja gar nicht sein, wenn sich ganz Deutschland dazu berufen fühlt, darüber zu urteilen, dass sie damit macht. Aber was implizieren in diese Aussagen, dass Let's Dance der heilige Gral der deutschen Fernsehkultur ist? Und Let's dass Dance man ist einer der letzten aufrechten Shows im deutschen Fernsehen und da dürfen wir jetzt keine Laura Müller mitmachen, denn eine Laura Müller ist ja nur bekannt, weil sie die Freundin von Wendler ist und sonst hat sie ja nichts geleistet. Aber ich finde halt, dass jeder dazu was sagt, sagt schon eigentlich sehr viel darüber aus, dass Laura Müller doch etwas geleistet hat. Ja, definitiv. Also, und wenn man sich die anderen Namen da anguckt, ich habe mir das jetzt mal so ein bisschen Martin Klempnoff macht noch mit. Ja, aber das ist es ja genau. Aber das meine ich ja. Martin Klempnoff, egal wie berühmt oder nicht berühmt er ist, über Martin Klempnoff spricht keiner, was ja schon dafür spricht, dass eine Laura Müller zu sehr viel mehr Recht dort mitmacht als ein Martin Klempnoff. Wir können mal einen Test machen. Ich zähle die Namen auf und Sie sagen, ob Sie sie kennen oder nicht. Erster ist ganz gleich, Ailton. Gut, ich mache eine Kennungsskala von, von 1 bis 10. Also 10 ist mir super bekannt, 5 ist so, weiß ich so ungefähr und 0 ist gar nicht. Ja, Ailton ist bei mir ganz klar 10. Fußballspieler, das Ailton, war auch schon in diversen Formaten, wie dem Dschungelcamp, hat mal Fußball gespielt, lange Zeit bei Werder Bremen, etc. pp. Also kenne ich, ja. Ja, übrigens würde Ailton, glaube ich, der wäre für Werder Bremen im Moment auch eine Verstärkung. Vielleicht klappt das heute letztens gar nicht. Also Verschlechterung geht ja nicht. Ailton eine Verstärkung für Werder Bremen, ganz genau. Aber gut, ja. Jetzt kommen so ein paar Namen, die kennt man vielleicht noch. Ilka Bessin, der Name sagt mir was, kann ich aber jetzt nicht hundertprozentig zuordnen. Würde ich jetzt mal aus dem ersten Stehgreif, hatten wir, glaube ich, auch schon mal irgendwie, darüber gesprochen oder so, in der Show, Comedian oder was war das? Ich gebe mal einen Hinweis, Cindy aus Marzahn, genau. Also würde ich jetzt so einordnen bei so 6 von 10, 5, 6 von 10, sowas. Ist mir im Begriff, aber jetzt nicht sofort. Denke ich auch, das ist eben noch so die obere Klasse vom Bekanntheitsgrad, würde ich aber sagen. Die nächste glaube ich auch, gerade als Sportfan, Ulrike von der Gröben. Oh ja, Moderatorin Ulrike von der Gröben. Genau, was würden Sie da? Ja, ist mir auch sehr bekannt, jetzt nicht so bekannt wie das Ailton, aber immerhin nur 8 würde ich da schon noch geben, ja. 8, okay. Was ist denn mit Luca Henny? Luca Henny, klingt wie ein Kinderbuch. Der kleine Luca Henny aus Schweden. Oh. Aus dem Smallland abgeholt werden, genau, ja. sagt mir gar nichts. Also gebe ich jetzt erstmal eine 1 von 10, aber ich sehe, er war schon mal im ZDF-Fernsehgarten. Ich google gerade parallel. Ja, also er ist tatsächlich bei der Castingshow Deutschland sucht den Superstar. Hat er sogar gewonnen. Model der letzte Qualitätsshow ist ja Let's Dance. Ja, natürlich. aber ist schon, okay, ist vielen Leuten noch ein Begriff. Er war tatsächlich beim ZDF-Fernsehgarten gut, wir auch, aber hat jetzt nicht so viel zu sagen. Ist schon in Ordnung. Der nächste, da glaube ich, was würden Sie denn Luca Handy geben? Eine 3? Ja, sowas, ne? Genau. Okay. Was ist denn mit Moritz Hans? Moritz Hans. Da muss ich mal gucken.
Nee, ich google nicht, google garantiert nicht. Moritz Hans, bleibt treu. Nee. Also sag mir gar nichts. Gar nichts. So. Ja, also 0 von 10. Tatsächlich musste ich auch googeln. Das erste Googeln hat ergeben, der hat wohl bei Ninja Warrior teilgenommen und ist ein Profikletterer. Sollte man kennen eigentlich. Ne? Er ist aber auf jeden Fall eine Sportskanone. Aber würde ich auch, also ich mache jetzt mal mit, weil ich kannte ihn auch nicht. Ich würde ihm eine 0 geben. Mhm. Ja, bei ihm? Ja, ja, 0. Nächster, werden Sie wieder kennen, da bin ich mir ganz sicher, Steffi Jones. Steffi Jones ist eine Fußballspielerin, ne? Ja, genau so ist es. So. Ja, und ja, eine auch, Fußballspielerin. Auch eine sehr erfolgreiche Frankfurt Fußballspielerin. Oder was, ne? Kann das sein? Genau, FSV Frankfurt, FFC Frankfurt, Washington Freedom. Auch. Und Lokalpatriot bin ich ja beim SC07 Bad Neuenahr. Nee, Steffi Jones kenne ich. Ja. Nicht so gut wie die von der Gröven. Jetzt, um das mal würde ich mal auf eine 7 von 10 gehen. Ja, ich mache da jetzt mal mit und ich sage bei ihr tatsächlich mal 9. Also, okay. Weil sie ist schon so mit einer der bekanntesten deutschen Fußballerinnen. Ja, ja. Ist jetzt quasi subjektiv. Ne? Ist sehr subjektiv natürlich. Dann haben wir, allein der Nachname sagt schon einiges, allein der Nachname gibt schon mal 2 Punkte. Ja. John Michael Kelly. Ja, es wird einer von der Kelly-Family sein. Wenn man die alle so in einem, also klar, ich. Kelly Family ist bekannt, John Michael weiß ich jetzt nicht, weil man die Kelly Family generell kennt, aber ihn nicht so, ist jetzt nicht der bekannteste von der Kelly Family, würde ich sagen, würde ich da auch mal eine 7 von 10 geben. Nee, ja. Dann muss ich tatsächlich der Jones eine 8 geben und ihm eine 7. Ja, wobei, vielleicht geben sie mal einen Punkt mehr, denn er wurde auch 2019, also letztes Jahr, Zweitplatzierter bei Dancing on Ice. Weiß nicht, ja. Ändert das was an ihrer Wertung? Nee, 7. Nee, bleibt bei der 7, okay, alles klar. 7 ist doch gut, oder? Also für einen Kelly ist das durchaus in Ordnung. Ja. Dann haben wir einen, den ich vor unserem Interview noch nicht kannte. Es ist Martin Klempnoff. Ach doch, den kenne ich. Natürlich kenne ich den. Jetzt reden Sie mal weiter, Entschuldigung. Martin Klempnoff sagt mir gar nichts. Kennen Sie? Ja, kann sein, aber ich sag mir jetzt so nichts. Müssen Sie mal ein bisschen weiterhelfen. Vom Namen her nicht. Was ist denn mit, wenn Sie an Comedian denken und dem Ort Hürth? Ach hier, Dennis aus Hürth. Genau, so ist es. Das ist Martin Klempner. Ja. Ja, dann, aber das ist wieder so ein typischer Fall. Also man kennt ihn, aber man kennt ihn nicht unter seinem richtigen Namen. Es fällt immer nicht sofort was ein. Genau. Würde ich dann auch so Richtung 6 von 10, 7 von 10, sowas. Ja. Ist tatsächlich schwer. Also wenn jetzt Dennis aus Hürth da gestanden hätte, hätte ich vielleicht sogar eine 8 oder 9 gegeben. Ja, genau. Martin Klempnoff, ja, bin ich so bei Ihnen mit der Wertung. Ja, so, ne? Jetzt müssen wir uns zusammen was erarbeiten. Ja. Loitzer Lammers. Lammers. Loitzer, jetzt nicht verraten. Nee. Also ich darf ja gucken. Ich versuche mir das so ein bisschen zu erschließen. Also, Luiza Lammers. Ja, irgendwas Nordeuropäisches vielleicht? Wie schreibt man das denn? Oder Osteuropäisch? Luiza. Ludwig Otto Ida Zeppelin Anton. Luiza. Den kann ich gar nicht zu. Ja, auf jeden Fall europäisches Sternchen, sage ich mal. Ja. Sängerin, Tänzerin? Nee, Tänzerin sind eigentlich ja nicht. Nee. Moderatorin oder sowas vielleicht aus dem Ausland? Ja, also erstmal, wenn wir mal bei der Punktebewertung sind, wir wissen nichts. Ich wusste vorher auch nichts von Google. Nee, sag mal gar nichts. 0. Das ist bei mir eine 0 tatsächlich. Ja. Hätte auch Louis Pavlik stehen können, wäre aus selber rausgekommen. Sie ist tatsächlich Transgender-Model. Oh. Ja. Oh. Und sie hat teilgenommen bei Holland's Next Topmodel. Oh. Und sie hat da sogar gewonnen. Hat sogar gewonnen. Genau. Ja, dann ist sie wahrscheinlich vielen Leuten in Holland ein Begriff und vielleicht auch in Deutschland, die sich ja ein bisschen mehr auskennen. Genau. Aber mir tatsächlich jetzt nicht. Da gebe ich mal der Fairheit halber, weil sie anscheinend was gewonnen hat, was wahrscheinlich auch viele Leute gucken, würde ich mal so eine 3 von 10 angeben. Ja. Ja. Ja, sie hat zumindest ein bisschen was vorzuweisen, ist wichtig und. Politische Korrektheit ist uns natürlich auch ganz wichtig. Transgender-Stichwort, Bevor wir Shitstorm kriegen, ich gebe die volle 10. Ach, geben Sie nicht. Ich habe einfach Angst vor Shitstorm. Ja, ist okay. Ja, okay. Ja.
Jetzt kommt die nächste Herausforderung. Tijanitsche. Nee. Nordpol Julius Ida Emil. Nachname? Keine Ahnung, was das ist. Es ist übrigens ein Mann, das sehe ich jetzt erst. Ja, das habe ich schon gedacht. Ach so, ich nicht. Ich hätte bei Titscher. Ja, wird auch irgendwie ein Entrepreneur sein. Ja, es ist. Sagt dir denn aber was? Nee, gar nicht. Hab gar nicht gehört. Ist tatsächlich ein Schauspieler bei Alles, was zählt. Ach du Scheiße. Ja. Bei mir. Dann wahrscheinlich, dann geht's wahrscheinlich, also für mich wäre es eine Null, aber dann geht es wahrscheinlich auch so zwischen Richtung 3 oder 4 von 10, so, ne, für Bekanntheit. Ja, also ich würde mal eine 2 geben. Alles, ja, was zählt, ist ja jetzt auch nicht Hollands Next Topmodel, ne? Ist ja, stimmt schon, ja. Dann haben wir Lili Paul Roncalli. Roncalli Zirkus sagt mir da was. Das denke ich auch. Der Name ist bekannt. Ja, da kommt sie wohl auch her. Sagt mir aber gar nichts. Nee, mir auch nicht. Aber durch den Nachnamen allein könnte man es ungefähr zuordnen, wäre auch dann so eine 2 oder 3. Ja, ich würde allein sagen, durch den Namen, der hat noch Strahlkraft. Ja, dann hat vielleicht 5. 4 bis 5. Tatsächlich der Vater Bernhard Paul, also der Urvater. Der Urvater von Roncalli. Nee, der Puffvater, oder was? Da geht. Was? Der? Der Puffvater. Bitte, ja, das ist Herr Kaiser. Der Roncalli, habe ich verstanden, der Roncalli, Puff, der Roncalli, da ist doch unglaublich. Nieder mit dem Zirkus, nieder mit dem Zirkus, hoch mit dem Proletariat. Ja, Butter bei die Fische, haben Sie schon wieder vorgeglüht vor Karneval? Nee, ich muss ja morgen früh aufstehen. Ach Gott. Ja, um Zug zu gehen. Nee. Nächster Name. Sükrü Belivan. Oh, vielleicht von der Autobahnpolizei da, der Sükrü. Nein, nicht ganz. Aber es geht in die Richtung. Schauspieler. Ja, aber vor der Kamera. Moderator. Oh. Ja, aber jetzt denken Sie nicht an Monitor oder Frontal 21. Denken Sie eher ein bisschen schlichter. Aber dieses Autobahnpolizei war schon die richtige Richtung. Da warten Sie mal. Dann ist es irgendwie so ein Automotorsport-TV oder sowas. Ah, fast. Denken Sie mal an Bares für Rares. Die Autohändler. Fast. Der Trödeltrupp und die Superhändler. Der Trödeltrupp und die Superhändler, ja. Also da fange ich jetzt mal mit der Bewertung, da muss ich die volle 10 geben, weil Trödeln ist im Fernsehen jetzt in. Ich kann ja nicht immer die volle 10 geben. Doch, ich gebe die. Ziemlich eins von 10. Herr Kaiser, ob ich die volle 10 gebe oder nicht, das kann Ihnen ja wohl am Arsch vorbeigehen. Okay. Sag's doch mal. Ja, ist ja gut. Okay. Nächster haben wir noch einen. Ich glaube, da, der ist unzweifelhaft bekannt, Sabrina Setlur. Ja, ganz klar. Sabrina Setlur, 90er, große Erfolge. Immer noch eine Strahlkraft in Deutschland. Würde ich auf eine Stufe locker mit der Fußball. Also 8 von 10 für mich. Ja, bei mir Sabrina Setlur 9 von 10. 9 von 10 sogar. 9 von 10. Letzter Name natürlich dann Laura Müller. So, jetzt kommt es darauf an. Also, ich würde sagen, von allen, die wir genannt haben, also aktuell, jetzt mal so ganz aktuell, wenn man jetzt nur das Aktuelle betrachtet, was so gerade passiert, weil Sabrina Setlur hatte Erfolge früher, kennt man noch, aber hatte Erfolge früher. Ja. So ganz aktuell ist, glaube ich, Laura Müller mit die für mich zumindest am präsentesten von allen ist. Ja. So, wenn man es jetzt auf der All-Time-Favoriten sieht, würde ich höchstens die Sabrina Setlur, die Fußballspielerin, die Jones, hier die Ulrike von der, irgendwie heißt sie, Ulrike von der Gröven, das Ailton, wenn ich jetzt nicht ungefähr alles im Kopf habe. Das wären jetzt für mich die einzigen, die mit ihr konkurrieren. Also würde ich schon sagen, dass Laura Müller mit zu den Bekannteren dort gehört. Ja, wobei ich glaube, da muss man auch ein bisschen gucken, wie ist eigentlich die Zielgruppe bei Let's Dance? Also sind das eher Ältere oder sind das eher Jüngere? Ich glaube, bei älteren Leuten, wo dann gesagt wird, ja, die ist auch bei Instagram super aktiv und denen sagt das erstmal nichts. Ich glaube, da sind eher so Leute wie Ailton, Ulrike von der Gröben, eher so, oder Sabrina Setlur einfach, die auch schon im gesetzteren Alter ist, ein bisschen interessanter, oder der Trödeltrupp Heini. Bei den Jüngeren, gerade durch Instagram, glaube ich, kann Laura Müller von der Bekanntheit her, Beliebtheit ist vielleicht eine andere Sache, von der Bekanntheit her auf jeden Fall ist mit jedem aus dieser Liste aufnehmen, definitiv, ja. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall.
Also würde ich sagen, alle diese Kommentare, die wir da entsprechend gehört haben, ihr zeigt nur eins. Neid. Purer Neid. Absolut, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Purer. Aber ist es schon so schlimm in unserem Podcast, dass wir Laura Müller in Schutz nehmen? Wir nehmen nicht Laura Müller in Schutz. Wir möchten, wir sind für eine objektive Berichterstattung da draußen. Und ja. Nee, aber es ist ja tatsächlich so, dass bei Let's Dance geht es ja jetzt nicht darum, den seriösesten oder den, der am meisten Arbeit in seine Karriere gesteckt haben, aufs Eis zu holen. Es geht darum, den aufs Eis zu holen, den die Leute zurzeit sehen wollen. Und egal warum, ob man sie hasst, ob man sie liebt, ob es peinlich ist oder nicht, jeden Tag steht in irgendeiner Boulevardzeitung oder Online-Boulevardmagazin irgendeine Meldung über Laura Müller. Das heißt, Laura Müller polarisiert Deutschland. Das heißt, Laura Müller in eine Show wie Let's Dance zu holen, die ein breites Publikum treffen, ist keine Nischenshow. Es ist jetzt nicht irgendwie das literarische Quartett oder so. Es ist eine Show für ein breites Publikum. Und dort eine Person reinzunehmen, die zurzeit einem breiten Publikum bekannt ist durch diese Medien und Social-Geschichten, ist ja folgerichtig, oder? Absolut, eine richtige Entscheidung der Macher, die mit in die Show zu holen, wobei man halt sagen muss, was den Sieg angeht, wird sie keine Chance haben gegen Ayrton. Das weiß ich nicht, ja, wahrscheinlich nein, nicht. Dass nein, Ayrton hat schon auf dem Fußballfeld gezeigt, wie gut er mit der was er eine gute Samba Beine im Blut. Ja, die Brasilianer ja alle. Das ist ein Sympathikus. Ah, Pfiffikus, das ist wie sagen wir, die Kugel, die Torkugel, oder was, ich weiß gar nicht, und der Kugelblitz. Der Kugelblitz. Der Kugelblitz. Sowas, Kugelblitz, der Kugelblitz, genau. Das ist es. Und unvergessen so Station, seine letzte Fußballstation bei Hassia Bingen. Ah, das war dann auch noch später, ne? Da hat er noch richtig Gas gegeben, ne? Ja, in 21 Spielen, 19 Tore noch. In welcher Liga ist das? In der Regionalliga West? Hassia Bingen war Oberliga. Ja, sowas. Und wie das 2012, 2013 war, weiß ich nicht. Aber wenn Sie sich mal die Vereinsliste angucken, Respekt. Sehr gut. Sehr, sehr gut und sehr viel. Ja, aber ja auch schon lange Zeit bei Werder Bremen, auch seine erfolgreichen Jahre, ne? Zwischen 1998 und 2004 169 Spiele und 88 Tore. Ja, das Respekt. Ist ja schon, das ist ja auf jeden Fall meine Marke, meine Hausnummer. Das ist absolut eine Marke, ja klar. Und sogar für den KFC Uerdingen gespielt. Was will man mehr erreichen? Also wie gesagt, der Sieg ist, glaube ich, soweit durch. Der hat Samba im Blut, das ist ein sympathischer Mensch. Da menschelt es bei ihm. Der lacht auch mal über sich selbst. Und ich glaube, bei Let's Dance zählt ja auch nicht nur die Jury, sondern auch die Zuschauer, ne? Wenn ich das richtig verfolgt habe. Ich habe es noch nie gesehen. Keine Ahnung, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich werde es mir jetzt noch mal reinziehen mit Laura Müller natürlich auch. Ja, ja, selbstverständlich. Aber ich glaube, die Zuschauer entscheiden auch mit. Und da könnte Laura Müller ein bisschen Schwierigkeiten kriegen. Und da sehe ich Ayrton ganz, 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 ganz weit vorne. Definitiv. Oder der von der Kelly-Family, weil wenn die ganze Kelly-Family anruft, können, glaube ich, die anderen nicht viel machen. Ja gut, das wäre unfair. Ich glaube, das hat man vertraglich gesagt, pass mal auf, du kannst hier nicht deine 3 Milliarden Familienmitglieder, die alle mit dir auf der Bühne stehen, mit reinholen, dass sie anrufen. Das ist ausgeschlossen. Ihre Nummern werden gesperrt. Man sagte tatsächlich, dass wenn es jemals zu einem Kelly-Family, einem autonomen Kelly-Family-Land kommt, dass das der größte Staat der Erde wäre, auch größer von der Bevölkerungszahl her als zum Beispiel China. Wobei die Chinesen ja auch gerade viel dazu tun, dass es sich auch noch schneller ins Gegenteil umkehrt. Aber gut, das ist tatsächlich so. Ich freue mich, wann geht die nächste Staffel los? Ja, jetzt glaube ich morgen oder übermorgen, Freitag. Am 21. Februar am 21. Februar mit einer Kennenlern-Show. Also heute. Genau, heute geht's los. Heute ist Freitag, aber jetzt für uns nicht heute. Aber es ist ja wurscht. Eigentlich schon. Also 2 Stunden nach Veröffentlichung dieser Show wird RTL die Kennenlern-Show zeigen. Ja, genau. Besser geht's. Es gibt sogar begleitend einen Podcast dazu. Oh. Ja, hier, da sind wir ja gerade, ne? Das sind wir natürlich, selbstverständlich. Willkommen zum offiziellen Podcast zum Let's Dance. Let's Dance. Wir schauen offiziell besonders auf, da ist Ayrton und Laura Müller. Vielleicht ergibt sich da ja auch eine neue Option für die Zukunft. Ich glaube, bei dem Thema bleiben wir auch dran. Auf jeden Fall. Also das ist das, was wir begleiten. Ist denn Ayrton bekannter als Wendler? International wahrscheinlich schon, ne? Ich meine, Laura Müller, Zielgruppe. Aber Wendler ist doch in den USA auch jetzt bekannt wie ein bunter Hund, oder? Wer? Ayrton? Der Wendler. Ach, der Wendler. Der Ranch da, bei den Rednecks, glaube ich, inzwischen bekannt, oder?
Der ja, Typ, der jeden Sonntagmorgen wie verrückt mit der Schrotflinte vom Haus auf Tauben schießt. Ja, in den USA mag das sogar so sein, wobei Ayrton mit Sicherheit auch in den USA gespielt hat, bei diversen Vereinen. Ja, wahrscheinlich. Jetzt ist natürlich so, Laura Miller, der Altersunterschied zum Wendler ist ja da, vielleicht will der ja mal was Jüngeres und Ayrton ist halt jünger. Ja, ein bisschen schon. Es ist ein Jahr. Ja, es ist ein Jahr, aber nichtsdestotrotz, man arbeitet sich langsam wieder aufs Normalformat runter vielleicht. Über Ayrton zu dem Superhändler und dann runter. Ja, muss man sagen, ich bin ein bisschen Fanboy von Ayrton. Die haben halt auch, was die erotische Seite angeht, die haben halt Skills, die Brasilianer. Ja, ey, der Ayrton hat Rhythm, ja. Rhythm in the Blood. Sagt ja, das ist, das habe ich mir sagen lassen. Ich bin ja selbst, also ganz klar. Aber ich glaube, da wird der Wendler Schwierigkeiten. Aber mal gucken. Es ist auf jeden Fall eine Show, die das Versprechen gibt, dass es heiß wird. Und wir werden das Ganze verfolgen, besonders weil auch Laura Müller natürlich dabei ist und das Ayrton, werden wir jede Woche ein bisschen jetzt auch über Let's Dance berichten. Wir werden schauen, wer fliegt raus, wer stellt sich wie an. Und ich bin ja sehr gespannt, Herr Vogel. Und es ist schön, dass wir mal zusammen an dieser Karnevalsausgabe auch über so ein fröhliches Thema auch dann wirklich seriös berichten. Ja, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Ist natürlich schade, dass da nicht so ein Schlagerstar, so ein typischer teilnimmt. Also so irgendwie, wen gibt's denn da? Andrea Berg, Ross Anthony. Ja, sonst hat immer so irgendwie Vanessa May mitgemacht in Ella Endlich und so weiter. Ne? Ella Endlich und sowas, ja. Aber das ist Vanessa hat ja sogar gewonnen gehabt, ne? Irgendwie sowas. Ella Endlich, glaube ich, doch auch, oder? Hat sie nicht gewonnen? Ja, kann sein. Auf jeden Fall relativ weit vorne. Ja, schade, hat dann dieses Jahr anscheinend nichts gekriegt, alles schon durchgedudelt und sowas wie Andrea Berg oder Helene Fischer, die sagen halt auch, fuck off, was soll ich bei so einem Format, ne? Die haben sich nötig. Das ist das letzte gute Format im deutschen Fernsehen, wenn man so dem Runde das hat. Stimmt, neben der Sesamstraße. Das möchte ich gerne einwerfen. Die nicht bei RTL läuft. Nee. Noch nicht. Anderes trauriges Thema noch zum Abschluss. Ich habe gehört, die Lindenstraße ist ausgelaufen. Ja. Kann das sein? Ist jetzt, was machen sie denn jetzt da immer abends? Wann läuft das immer? Samstag lief das oder jeden Tag? Oder nee? War ja so Weekly Soap, ne? Ja, ich muss mich da outen. Ich habe, als die Lindenstraße losging. Damals in den 60ern haben sie die Lindenstraße. Und noch unterm Hakenkreuz habe ich die wirklich jeden Sonntag gesehen. Jetzt schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Haben Sie die Lindenstraße mal wirklich mehr also verfolgt als nur eine Folge? Damals ist ja noch die Führerstraße. Nein, tatsächlich, meine Oma, Opa, Gott hab sie selig, haben das immer geschaut. Habe ich als kleiner Bur, wie der Bayer sagt, immer nur mitbekommen, Lindenstraße läuft. Aber das waren so die ganz frühen Folgen. Das war so, weiß ich nicht, das muss so Ende der 80er, Anfang der 90er sowas gewesen sein. Ich meine, seit wann läuft das denn da? Es läuft seit 1985. Ja, dann und, irgendwie so. Ne? Das waren auch die ersten Folgen, wo es dann wirklich abging, wo noch gefickt wurde. Und ich habe gerade die längste Wikipedia-Einzelseite des Universums gefunden. Über die Lindenstraße. Lindenstraße-Episodenliste von Folge 1. Mit Titel, Sendedatum, Besonderheiten, Angaben zum Cliffhanger, Datum und sowas, bis Folge, jetzt muss ich gucken, 1752. Eine könnte man mal schönes Binge-Watching machen mal. Ne? Aber alle Lindenstraßenfolgen einfach mal. Einfach mal die komplette Lindenstraßen-Story. Ja. Von Folge 1 bis Folge 3.522.000. Herr Kaiser, gute Sache. Für Sie vielleicht noch in Ordnung. Für mich in meinem Alter könnte es knapp werden. Okay. Dass ich bis zum letzten komme. Wie heißt denn die letzte Folge? Die letzte Folge, die hier, 16. Februar, ich glaube, es ist doch nicht die letzte, die gesendet wird. Ich glaube, das ist jetzt nächsten Sonntag erst. Die heißt, was man nicht ändern kann. Aha. Und die erste Folge, da waren sie ganz, ganz, ganz kreativ, hieß Herzlich Willkommen. In der Lindenstraße. Ja. Okay, scroll ich jetzt aber kurz hin. Herzlich Willkommen, erste Folge. Ja, also in dem ersten Jahr gab es dann auch nur, das hat im Dezember angefangen, kurz vor Weihnachten und dann ging es los. Ne? Jede Woche eine Folge Lindenstraße und dann steht da auch immer irgendwie, Cliffhanger, da gibt es auch immer Cliffhanger bei und Besonderheiten, erster Auftritt, Elisabeth Flöter, Carsten Frank, alle schon wieder tot und was weiß ich. Ja, tolle Serie,
Da wird aber auch Arbeit reingeschenkt, die Seite. Wenn ich so gucke, Folge 1748, Besonderheiten. Logikfehler, Doppelpunkt. Ramal rennt mit nacktem Oberkörper von der Wohnung Brooks Baron bis auf die Straße, ohne sich seine Jacke überzuziehen, die er dabei in der Hand trägt. Ja, ich habe noch einen viel größeren Logikfehler gefunden. In der dritten Ausgabe. In der dritten, die kam okay. Am 22. Dezember raus. Auf dem Bayerischen Adventskranz brennen 4 Kerzen, wobei am zurückliegenden Sonntag erst der 3. Advent war. Boah, dass sie das überhaupt noch weitergedreht haben. Aber vielleicht sind das auch so versteckte Hinweise, die im Laufe der Jahre in der Lindenstraße versteckt wurden. Und derjenige, und erst wenn das jetzt zu Ende gedreht ist, muss ich mal einer ransetzen, muss alle diese Logikfehler irgendwie auf kennen, das so eine große Flipchart, wo man dann so einzelne Bilder macht, das verbindet man dann mit so Fäden und dann ergibt sich auf einmal ein gesamtes Bild und dann sieht man, dass all die Logikfehler auf ein ganz bestimmtes Ereignis, wie zum Beispiel das Ende der Welt, hindeuten. Vielleicht ist es doch sowas. Und Folge 68, ein wirklich für bundesdeutsche Verhältnisse eine historische Folge, am 22. März 1987. Das wird besonders Sie interessieren. Die Folge hieß Das Versprechen und die Besonderheit war erster Schulkuss im deutschen Fernsehen zwischen Carsten und Gerd. Und viele wollen kaum beachtet. Wird kaum beachtet. Was geht denn da ab? Oh Gott. Ja, also viele tolle Fakten. Tolles. Lydia geht wie jeden letzten Donnerstag im Monat zur Vorlesestunde ins Blindenheim. Dabei spielt die Folge am 18. Juni. Was ist denn das jetzt immer mit den neueren Folgen mit Aktualisierung? Da ist zum Beispiel bei der letzten Folge, die jetzt ausgestrahlt wurde, ist jetzt irgendwann ein Rücktritt von Annegret Kamp-Karrenbauer mit drin. Wurde das da auch behandelt oder was? Nee. Ja, also ich glaube, also was ich tatsächlich mal gesehen habe, was ich auch interessant finde, ist, dass die drehen Folgen ab, wenn politisch irgendwas passiert noch im Nachgang, dass man dann nochmal irgendwie sagt, komm, wir machen mal eine Szene, wo das thematisiert wird. Ach, und das ist rein, das dann rein. Ja. Bildungsfernsehen in der Lindenstraße. Ja, muss man, also damals wurde ja der Untergang des Abendlandes prophezeit, so eine Serie und Herzschmerz und alles seicht. Ich glaube, wenn man sieht, was dann im Nachgang noch für Serien auf den Markt gekommen sind, veröffentlicht worden sind, was wir uns da teilweise geben müssen, gerade in privaten Sendern, da ist die Lindenstraße wirklich Hochkultur gegen. Ja, das stimmt schon tatsächlich, ja. Und sie haben auch viele Barrieren durchbrochen. Eben haben wir es gesagt, erster Schulenkurs, wurde viel thematisiert. Rechtsradikale, hier unser Willi, der Willi Herren, der war ja auch mit dabei als Nazi. Das stimmt, ja. Ja, ne? Also ist, ich glaube, schlecht nicht, aber für mich irgendwann, nehmen wir mal 1752 Folgen, jeweils eine halbe Stunde. Nee, das ist mehr. Das ist, da kann man viel schauen. Nee, ja, aber das ist vielleicht mal ein Projekt auch für die Schlagerfans da draußen, mal alle Lindenstraße durchgucken und ist sicherlich spannend. Herr Vogel, ich bedanke mich bei Ihnen für diese tolle Folge Let's Make Schlager Great Again, Karnevalsspezial. Genau. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich würde mal sagen, zum Abschluss beenden wir diese Folge mit einem dreifachen Köln. Warten Sie mal kurz, mit einem dreifachen Kölle. Alaf. Herr Vogel. Alaf. Und Herr Kaiser. Alaf. Sehr schön. Wie improvisiert. Na, egal. es war mir ein Vergnügen. Ich wünsche allen Zuhörern und vor allem Ihnen, Herrn Kaiser, den Bundesaußenminister der Erotik, eine tolle Karnevalstage mit viel Erfolg. Sie wissen, was ich meine. Treiben Sie es nicht so wild. Und ich freue mich auf nächste Woche. Alles Gute. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.